Es ist soweit, Handarbeit und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chain Symbol 3D Danny Spitas. Guten Morgen, Lokführer. Heute fahren Sie diesen Zug nach Bad Vilbel. Aber wir wurden bereits über einen defekten Bahnübergang informiert. Achten Sie also auf die Bahnübergangssignale. Ja, das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Wenn wir jetzt mal schauen, was wir zu tun haben. Als erstes mal natürlich in den Zug steigen. Und wenn wir das tun, hier mit unserer BR 628 240-4 ist heute unser Arbeitsplatz und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. So, machen natürlich wieder die Türe zu. Na komm. Ach, machen wir das gleich vom Führerstand aus. Setzen uns erstmal hier in den Sitz rein. Soll natürlich als erstes mal den Richtungswender einstellen, dann tun wir das. Den nach vorwärts verlegen. Dann sollen wir die Lichter einstellen, beziehungsweise die Leistung auf ein. Führerbremsventil auf. Zugeschaltet. Den sollen wir auf Lösen stellen. So. Türen sind geöffnet, natürlich. Wir können ja derweil schon mal die Zugsicherungssysteme einstellen. So, dann können wir die Türen verriegeln. Ist ja nur bloß eine. Ja, und da würde ich sagen, können wir loslegen. Lösen die Bremse. Fahren los. Bei den Spitzensignale an. Haben wir sie jetzt an oder nicht? Können wir es befreien? Ja, wir haben sie an, oder? Nee. Haben sie natürlich nicht an, weil wir hier das auf Spitzensignale stellen müssen. Logisch. Müssen wir uns aber erstmal hier auf das Signal konzentrieren. Oder auch nicht. Können wir jetzt mal eben schauen. Jetzt haben wir die Zugspitzensignale an. Gut. Ja, dann stimmt alles. Sie fahren natürlich. So, erste Station Glauberg. Wir werden zu schnell. Früh am Morgen, 5:03 Uhr gerade mal. Das Szenario wollte ich immer schon mal spielen. Ich habe mich da irgendwie immer drauf gefreut und ist nie was geworden, weil es ja auch ein bisschen länger ist. Aber jetzt habe ich mir einfach mal gesagt, komm, wir machen's. Weil ich möchte einfach wissen, wie das Szenario ist, wie das genau abläuft mit dem Bahnübergang und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es einfach mal. Und dann habe ich hier auf dieser Strecke noch ein Szenario über, das sich dann nennt astreine Arbeit. Werde ich dann bei Zeiten auch noch machen. Dann haben wir auf der Niedertalbahn alle Strecken bzw. alle Szenarien durch. So, sind jetzt auch gleich schon am ersten Halt. Schon mal ein bisschen bremsen hier. So, da vorne ist dann Glauberg.
So, öffne die Türen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sind jetzt natürlich nicht die super großen Bahnhöfe hier, sondern mehr so, ja, wie soll man das nennen? Haltepunkt, Station, wie auch immer. Weiß gar nicht, ob man den überhaupt Bahnhof nennen kann. Ist so ein kleiner Haltepunkt halt. Jetzt sind wir hier mal auf die Bank. So, morgen geht es für mich wieder auf Tour. Ich denke mal, ihr wisst schon, wo es hingeht. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Und ich freue mich drauf. War da noch nie gewesen und ja, morgen geht's los. So, Bremse lösen, dann geht's drauf. So, der Herde steht ja immer noch. Jetzt werden wir gleich über einen Ort fahren. Gespannt, wie das Ganze abläuft. Ah, das wird bestimmt richtig interessant, das Szenario. Oh, rotes Signal, 4 Kilometer, das wird wahrscheinlich der Bahnübergang sein. Also kurz vorm Bahnübergang. So, das ist der Ort, über den wir fahren sollen. Die Bahnübergangssignal blinkt nicht. Was bedeutet, dass der Bahnübergang nicht gesichert ist? Fahren Sie langsamer und nähern Sie sich dem Bahnübergang mit 5 km/h. Ah, shit, jetzt habe ich gelesen und Zwang sie kassiert. Super, richtig geil. Richtig Spaß. Richtig geil. Ich habe den Text gelesen und habe dann nicht nach rechts geschaut. Den Wachsamkeitstaster nicht gedrückt und ja. Dann hat es mich schon erwischt. Aber ja, so ist das halt.
So, da sollen wir eh anhalten. Brauchen wir gar nicht weiter beschleunigen. Das ist nämlich der besagte Badeübergang. Sie müssen hier herunterkommen und den Übergang von Hand aktivieren. Fahren Sie weiter, sobald die Schranken unten sind. Ja, dann werden wir das mal machen. So, sind wir natürlich erstmal aus dem Zug heraus. Hier schon? Ja, nehmen wir die Tür. So, dann nehmen wir mal raus. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo wird das denn jetzt gemacht? Ach, hier! Zack. Wahnsinn. So, dann sollen wir weiterfahren. Dann machen wir das. Dann ziehen wir noch ein schönes Foto. Ich sage, geht's weiter. Steigen wir wieder in unseren Zug. Ach Gott. So, schalten wir langsam auf. So, nächste Station Lindheim. Ich war drücken natürlich. So, der Bahnübergang scheint wieder zu funktionieren. Wunderbar. Rechts. So. Die dürfen leider, müssen leider noch warten, die Autos. Die können, die Schranken gehen noch nicht hoch. Wir stehen noch zu nah am Bahnübergang. Ja, dann ist das halt so, ne? Dann können wir auch nichts dafür. Ist der da hinten eigentlich wieder offen? Ja, den wir manuell machen mussten. Oder kann man das jetzt nicht sehen? Scheint wieder offen zu sein, ja. So, wir lösen die Bremse.
Nächste Station, Altenhess. So, da wir jetzt weiterfahren, müssten sich die Schranken hier auch gleich heben. Oder? Ist auch beschädigt. Tja, tut mir leid, aber ich fürchte, gibt es auch einen Defekt. Salut! So, wir haben immer noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 45 km/h. Halt immer noch unter 1000 Hertz Beeinflussung. Gibt's anscheinend nicht mehr. Ah, kommt noch eine Belohnung, weil wir 42,8 Kilometer mit der BR 628 gefahren sind. Auch sehr schön. So, Altenstädt Hessen, Östnidder, Eichen, Heldenbergen, Windecken, Büdesheim, Kilianstetten, hier angezeigt. Ah, da ist wieder Probleme mit dem Übergang. Oberdorfeln und Nieder Gronau, das gibt es bei uns auch. Bad Fiebel, ah, haben wir noch einiges vor uns. So, nächste Station, Altenstadt. Es kommt wahrscheinlich der 500-Hertz-Magnet. Oder auch nicht. So, die Türen. Altenstadt. So, wir gehen die Türen. Jetzt schauen wir mal, ob wir grün kriegen. Nee, wir haben noch rot. Warten wir halt. Fangen wir mal den Fahrdienstleiter.
Nein. Jetzt dürfen wir. Wir können uns auch befreien. Dann lösen wir die Bremsen. Und schalten langsam auf. Schauen wir uns mal an, wie jetzt das Formsignal sich bewegt. Zack. Die war natürlich. So, nächste Station Höchstnidder. Kommt Eichen. Jetzt gleich hier irgendwo hinter der Kurve auftauchen, das ist der Zielpunkt. So, da wären wir. Jetzt los. So, das ist also Höchstnidder. Nur für die, die es nicht kennen. Ja, eine schöne, kleine, nette, hübsche Ortschaft. So, nächste Station, Eichen. Wir haben gleich. Nee, hat sich gerade erledigt. Ich wollte gerade sagen, rot, aber nein.
Oh, 60 scheint hier auf der Strecke die Höchstgeschwindigkeit zu sein. Wunderbar, diese Formsignale einfach nur wunderbar. So, da fahren wir hier schön geschmeidig in Eichen ein. Wo auch schon so ein, zwei Fahrgäste warten. So, öffne die Türen. Oder falsche Seite. Scheint komisch. Achso, hier ist. Ja, okay, hier ist der Bahnsteig. Ich habe mich jetzt fehlleiten lassen. Alles klar, kann passieren. So, 23 Meter haben wir noch rot. Das wird sich wahrscheinlich gleich erledigen. So, müssen wir trotzdem noch warten. Jetzt hat sich das LED umgeschaltet, dann können wir los. Sie fahren natürlich. So, der Bahnhof oder der Haltepunkt ist ein bisschen weiter weg. Drei, über fast 4 Kilometer. Zug ist ja so gut wie leer, da sitzt überhaupt keiner drin. Wunderschön. Wunderschön.
glaube gleich 40. So, nehmen wir mal die Leistung weg. Wir reduzieren schon mal so ein bisschen unsere Geschwindigkeit. Vorne wahrscheinlich equitieren müssen. Das sag ich doch. Dann fahren wir auch schon in Heldenbergen ein. Windecken. So. Normalerweise hätte ich ja hupen müssen, beziehungsweise pfeifen müssen an einem unbeschränkten Bahnübergang. So, das ist schon ein etwas größerer Bahnhof. Können wir noch. So. Da wären wir. Hier ist schon ein bisschen mehr los. Zumindest ist von der Größe, ja. Schönes Stückchen Erde, muss man ehrlich sagen. Hier führt so ein kleiner Bach, ein kleiner Fluss entlang. Dort sind ein paar Häuser, aber ansonsten doch eine sehr schöne Gegend. So, wir verriegeln die Türen. So, können wir uns befreien. Dann lösen wir die Bremse.
Auf geht's. Oh, die ist hier jetzt relativ nah. Windecken, Kreis Hanau. So. So, weiter geht's. Lösen die Bremse. Nächste Station Büdesheim, Oberhessen. So, bin ich 40?
Oh, Entschuldigung, aber den Nieser konnte ich nicht mehr zurückhalten. Was raus muss, muss raus. Ja, ist ja gut. Tunnelfahrt. So, da wären wir in Büdesheim. Wunderbar. So, dann haben wir noch Kilianstetten. Dann sollen wir wieder mal den Übergang manuell aktivieren, dann aber nach Oberdorffelden, Niederdorffelden und schließlich Bad und dann nach Gronau und dann schließlich Bad Vibl. Also 1, 2, 3, 4, 5 Halte plus den Übergang. Kilianstetten ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie weit weg. Wunderschöne Gegend. Wunderschön. Eine richtig schöne Strecke.
ein bisschen einsam, weil kein KI entgegenkommt. Logischerweise eingleisig ist auch ein bisschen schwer. Aber ansonsten ist das eine sehr schöne Strecke. So, willkommen in Kilianstetten. Überschreiten der Gleise für Unbefugte verboten. Ja gut, das versteht sich ja eigentlich von selbst. Dieser Bahnübergang scheint auch kaputt zu sein. Gleiches Vorgehen wie beim letzten Mal. Ja. Dann tun wir das. So, jetzt sollen wir erstmal losfahren, damit wir wieder anhalten. Das heißt, wir müssen gleich wieder aussteigen. So, da vorne anhalten. So, dann steigen wir abermals aus, zu unserem Zug. Machen wir mal.
So, dann aktivieren wir das Ganze mal. Ja, wollte gerade sagen. So, war das auch erledigt? Gut, können wir loslegen? So, danach kommt dann noch Niederdorf hin, Grunau und Bad Vilbel. Bad Vilbel oder wie auch immer man das spricht. Glaube ich zumindest. Ich jetzt nicht komplett vertan habe. Also es kommt jetzt noch Niederdorf hin, Gronau, ja, und Bad Vilbel. Also 1, 2 Zwischenhalte und Bad Vilbel, ja. Dann haben wir das. Verriegeln. Lösen die Bremse. Schalten langsam auf. So, Niederdorf fällt, wird dann jetzt auch gleich sofort. Dann kommt noch Gronau, schließlich Bad Vilbel. Vilbel. Bad Vilbel. Ich glaube, so wird es gesprochen.
So. Sind schon ein paar mehr Leute, der da vorne springt. Habt ihr es gesehen? Ist froh, endlich angekommen zu sein, dass er gleich in der Luft steht. Schaut euch das bitte mal an. Der Herr schwebt. Hoch hinaus, Villa, hoch hinaus. Echtes Garten, von Ankunft bis Abfahrt, reine Erholung. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob es mal wirklich so ist. Los geht's. Nächste Station, Gronau. Eine schöne Strecke, wo auch die Entfernungen nicht allzu groß sind. Also ich glaube, das Höchste, was wir hatten, waren 4 Kilometer oder 3,8, um genau zu sein. Aber ansonsten waren wir immer so zwischen 1,5 und 2. So richtig schön. Gleich 30. Ah, das kommt aber nach dem Halt. So, das ist also Gronau. Ich hab doch gedrückt. Riegeln wir die Türen natürlich. Auch eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Scheint sehr bebaut zu sein von Familienhäusern, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser. Doch eine sehr schöne Ortschaft. So, wir verriegeln die Türen zum vorletzten Mal. Und fahren 3 Kilometer bis Bad Vibl. Unsere letzten Station. Erstmal.
anscheinend hat sich das schon wieder erledigt. Okay. Der ist auch unbeschrankt, oder? Okay. Den mussten wir nicht sichern? Ja gut, der war ja mit Lichtzeichen versehen zumindest. Von daher. Sicher eine sehr, sehr schöne Fahrt, muss man wirklich sagen. Also auch das mit den Bahnübergängen sehr, sehr schön gelöst. Also ein schönes Szenario, ein etwas längeres Szenario, ich gebe es zu, aber auch das gehört dazu. Aber nicht, dass wir jetzt zu schnell werden. So, 1,7 Kilometer noch. Haben wir es auch gleich geschafft. So, das ist das Ende des Szenarios. Ich weiß nicht, ob ihr das Ende jetzt mitbekommen habt. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass das die Aufnahme auf Pause war. Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Ich hoffe, ihr habt alles soweit mitbekommen. Wenn ja, wir haben alles soweit erreicht. Wir haben Gold erreicht und haben unseren Zug auf ein Abstellgleis bzw. auf ein Kopfgleis abgestellt. Und ja, wie gesagt, das war das Szenario. Es ist soweit Handarbeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Denny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.